Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. So, M-Besa geht weiter. Wir müssen hier ein bisschen ausbauen. Ich versuche hier gerade schon ein bisschen die Rohstoffe rüber zu karren. Wir brauchen eine ganze Menge. Aber die haben wir ja zum Glück. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Muss die Items noch ausladen. Bin mal gespannt, wie viel wir am Ende hier bekommen. Juckt mich ein bisschen in den Fingern, das zu wissen. Deswegen Was für machen ein wir hier jetzt Opus weiter. Magnum. Abdrehen beginnen. So, das da rein. Das war falsch. So. Futterplatz und die gute. Na, kriegen wir überhaupt vier rein? Ah, manchmal passt das nicht ganz. 1, 2, 3, 4. Lagerhaus ausbauen, ausbauen. Sieht doch schon mal ganz schick aus. Bereit zum Abheben. Holz entladen. Müssen wir wieder ein paar Einwohner machen. Checken wir mal, wo wir den Platz haben. Ich denke mal hier so ein bisschen. Wir können hier auch nochmal ein Rathaus reinplatzieren, würde ich sagen. Rathaus. M-Besa. M-Besa. Ne. Der Gute war das. Oh Gott, die müssen wir gleich ganz hochschieben. Sophismen. Ups. Dann schieben wir die einmal nach oben. Also noch einmal produzieren. Dann können wir die nämlich da noch reinklatschen. Das war jetzt blöd. Das war so richtig blöd. Können wir den Platz ja noch gut nutzen. Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern.
Ein geschickter Zug, sagte. Oh. Schiff vom Stapel gelaufen. Straße fehlt. Da auch. Okay, coolio, dann können wir ja hier weitermachen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13 und 14. Was wir hier noch alles reinbekommen. Das ist inzwischen schon eine gute Menge. Sie hatten ihren Spaß. Nun sind wir an der Reihe. Ups. Ziehen wir es erstmal weiter. Genau wie hier. Dann können wir jetzt hier ja ein Lagerhaus reinmachen. Beziehungsweise wir können das aber noch ein wenig rüberziehen. Was wir auch gar nicht müssten. Gefällt mir, dass es doch jetzt inzwischen gut gestellt annimmt. Wie weit sind wir denn? 70 Tonnen und hier 139 Tonnen. So, und hier können wir Depots hinbauen. Das ist ja auch immer wieder versetzt, ne? Coolio, hier auch noch.
muss ich leider mal gucken. Ich glaube, ich kriege nichts mehr rein. Seite haben wir, die Seite haben wir, die Seite haben wir. Gehen auf die Barrikaden. Sein. Ich habe jetzt noch mehr Schiffe auf den Milchrouten, dass sie es auch wegwerfen. Wir haben 2200 Tonnen Ethanol. Und schon 5 Schiffe drauf. Das ist eine Menge. Wir haben eine weite Reise, sag ich mal. Abflug bereit. Machen wir es doch mal anders. Mach du mir mal eine Weser. Können wir gleich wieder rausnehmen, die Route. Aber dann liefert der mir zumindest Rohstoff hin. Das Schiff steht bereit. So, hier waren wir. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Könnte auch noch, wenn ich irgendwie eine Straße gleich hochbekomme, noch. Da oben noch Einwohner reinmachen. Ja, ich bekomme ja nämlich schon keine mehr drunter. Schiff vom Stapel gelaufen. Komme ich hier irgendwo? Ja, das bekomme ich hier rein. Achso, ich sollte vielleicht mal ausladen. Klarer Himmel. Zack, zack. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das war so dumm. Da gehen zumindest noch ein paar rein. So, was mache ich denn mit euch? Hier würde ich perfekt noch einen hinkriegen. Dann können wir das rausnehmen. Ach Gottchen. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Zwei, drei, vier.
Ja, ich lasse euch jetzt ein bisschen einfach dabei. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Das Gebastel gehört halt leider irgendwie dazu. Ne? Ah, hier kriege ich nichts mehr rein. Doch, da noch. 2, 3. Machen wir es so. Wenn er später noch Steinstraßen. Wie sieht denn die Reichweite hiervon aus? Oh, ich bin fast an der Grenze. Dann machen wir da Einwohner. Schauen wir doch mal hier. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Wie weit haben wir? Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Nicht viel, aber ein bisschen noch. Wir brauchen auch gleich wieder Einwohner. Lass uns doch noch mal Einwohner pushen. Zwar hier. Sehr tricky alles. Sehr, sehr tricky. Hier. Sie haben an Einfluss gewonnen. Na, jetzt ist der nicht mehr drin. Muss ihn da stehen lassen. Schiff vom Stapel gelaufen. Das war blöd. Kann ich hier noch ein Lagerhaus hinmachen? Und habe hier wieder Platz für Einwohner. Ding ist, da habe ich halt noch eine Handelskammer, ne? Ja, beziehungsweise so eine Handelskammer.
Eigentlich müsste ich hier noch welche dazwischen machen. Der Streik wurde beendet. 2, 3, 4. Können wir da ranlaufen lassen. Eins, zwei, drei, vier. Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Da bist du nicht mehr mit drin. So schon. Wo stehen wir denn jetzt? 81 Tonnen. 161 Tonnen Mist. Uhu. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Jo, da brennt's. Ein Feuer ist ausgebrochen. So, dann müssen wir jetzt mal schauen, wie weit wir noch kommen. 50 haben wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 7 haben wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein zu viel. Oh, haargenau an der Grenze. So, Handelskammer. Das machen wir jetzt heute noch fertig. Das will ich sehen, wie es funktioniert. Ah, die Items würden nur bald ausgehen. 1, 2, 3, 4. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Können wir hier einmal durchgehen und noch ein Lagerhaus hier platzieren? Könnte man auch als Platzverschwendung sehen, aber das sehe ich gerade ein bisschen anders. So. Okay, cool, ja. Wir haben natürlich viel zu wenig Einwohner. Aber die können wir hier weiter pushen. Weil wir den Platz eh nicht mehr gebrauchen können. Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Ich meine, so viel mehr werden wir ja nicht mehr benötigen.
Vielleicht noch ein bisschen, aber nicht viele. Da müsste sich das jetzt eigentlich schon ausgehen. Dann brauche ich die Items hier nicht mal. Gut, ich könnte natürlich hier noch... ...welche reinsetzen. Warum habe ich die Straße nicht da lang gebaut? Coole Nummer, ich glaube, viel mehr bekommen wir hier auch nicht rein. Hier vielleicht noch. Schiff vom Stapel gelaufen. Nee, will ich mich zubauen. So, 5600 der Lager. Damit würde ich sagen, ist die Insel erstmal fertig. Ich glaube, das ist ein richtig guter Fortschritt. Mehr Druck im Kessel. Das ist, glaube ich, richtig, richtig gut. So, Endresultat. 91 Tonnen Ethanol, 182 Tonnen Mist. Boah. Wenn wir jetzt nochmal nach Crown Falls gucken. Ethanol. Decken wir rund die Hälfte ab. Und das nur mit der einen Insel. Und das können wir halt auf allen machen. Und der Mist kommt uns natürlich auch zugute. Können wir noch eine Feuerwehr anmachen. Krankenhaus, Polizeiwache. Und dann können wir die ganzen Straßen eh noch upgraden. Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Das werde ich jetzt noch machen. Haben wir eine größere Reichweitenabdeckung. Und dann sollte die Insel abgeschlossen sein. Dann können wir uns vielleicht beim nächsten Mal anmachen, um uns mit dem Mist zu beschäftigen. Das könnte nämlich auch nochmal super interessant werden, finde ich. Gerade mit den Bäumen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ein Feuer ist ausgebrochen. Und ich mach's mal anders. Nee, mach ich nicht. Gedacht, wieder so Blöcke zu setzen. Ja, als nächstes können wir dann mal anfangen, die alte Welt aufzubauen, weil wir haben jetzt soweit alles vorbereitet, dass man das relativ gut upgraden kann. Wir haben einen guten Push durch alles bekommen. Oh. Und das können wir beim nächsten Mal gut umsetzen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.